Hallo, ich bin die Britta aus der Deutschen Internetapotheke. Das Thema nun ist Lippenherpes. Was sind die Ursachen? Was sind die Symptome? Gibt es ein gutes Mittel zum Abdecken oder vielleicht sogar pflanzliche Mittel aus der Hausapotheke? Was ist denn überhaupt ein Lippenherpes? Verantwortlich für die unangenehmen, brennenden, juckenden oder auch manchmal schmerzenden Bläschen auf den Lippen ist das Herpes Simplex Virus vom Typen Nummer 1. Die Erstinfektion erfolgt meistens schon im Kindergarten, also meistens vor dem 6. Lebensjahr. Bei manchen bricht er dann aus, bei manchen schlummert er aber noch jahrelang im Körper. Ist das Immunsystem irgendwann mal geschwächt durch Medikamenteneinnahme, durch eine hormonelle Umstellung oder durch Ekel oder auch Stress, kann das Virus entlang der Nervenzellen die Nervenbahnen entlang wandern und zur Hautoberfläche herauskriechen. Und das ist dann eben der Lippenherpes. Am besten ist es, dass man direkt beim ersten Anzeichen von Brennen oder Kribbeln oder Spannen an den Lippen sofort eine antivirale Lippencreme oder Gel oder Salbe verwendet. Das kann nämlich die Heilungsdauer verkürzen von ein paar Tagen. Auf gar keinen Fall sollte man die Cremes aber auftragen mit den Fingern. Ich würde empfehlen Wattestäbchen. Sollte man die Creme zu spät aufgetragen haben und sich die Fieberbläschen gebildet haben, auf gar keinen Fall dran kratzen. Oder wenn man es doch mit den Fingern berührt hat, auf jeden Fall die Hände desinfizieren danach, weil der Virus sich sonst am ganzen Körper verteilen kann. An den Augen, an den Nasen, an den Ohren. Das kann wirklich zu fatalen Folgen führen. Weitere Tipps bei Lippenherpes wären eine Zinksalbe, die trocknet sehr gut aus, oder pflanzliche Mittel, die Zitronenmelisse oder Melisse enthalten. In der Zeit eines Lippenherpes solltet ihr auf gar keinen Fall küssen oder das gleiche Glas verwenden, nicht das gleiche Handtuch verwenden, Besteck und so weiter und so fort. Das verteilt die Viren überall. Wie kann ich Lippenherpes vorbeugen? Ganz wichtig ist ein starkes Immunsystem. Das erreicht man durch gesunde, vitaminreiche Ernährung, zum Beispiel durch ganz viel Obst. Sorgt für genügend Schlaf, vermeidet Stress und bewegt euch ausreichend. Wenn ihr noch weitere Fragen habt oder auch Anregungen für uns, schreibt uns einfach einen Kommentar, abonniert unseren YouTube-Kanal, liked uns auf Facebook oder schreibt mich persönlich an unter britta@deutscheinternetapotheke.de. Achtet auf eure Gesundheit. Ich wünsche euch einen schönen Tag.